Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu meinem neuesten Let's Play-Projekt. Ich spiele für euch Torn Away. Ein Spiel, das gerade erst vor kurzem rausgekommen ist, und zwar am 29. September von, weißt du nochmal, Perelesok. Das ist übrigens ihr erstes Spiel. Und ich möchte jetzt einfach nochmals darauf hinweisen. Ich möchte mit diesem Let's Play wirklich keine politische Position vertreten. Also weder in der Vergangenheit noch in der aktuellen Zeit. Ich möchte hier einfach nur ein Spiel spielen, das ich einfach gestern per Zufall auf Steam gefunden habe. Und aktuell, wenn ich richtig gesehen habe, gibt es nur eine deutsche Rezension. Und der hat dann geschrieben, das sei ziemlich heftig, besonders für seine Community. Und ich habe ein bisschen nur den Anfang mal kurz angeschaut. Also eben, es geht um den Zweiten Weltkrieg. Unsere Hauptdarstellerin, die 10-jährige Asia, wird zusammen mit ihrer Mutter nach Deutschland verschleppt und als Arbeiterin ja, dort, also eben dort zu sein. Ach, ja, so etwas nicht unbedingt so gut. Wie heißt es nochmal? Ja, stimmt ja. Zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Aber Asia wird einen Weg finden, wie sie daraus entkommen wird und will zurück nach Hause. Und eben mit der ganzen Thematik Krieg und alles, eben, ich möchte da wirklich niemanden auf den Schlips treten, wirklich seine Gefühle nicht verletzen und alles. Wer jetzt also Probleme hat mit dem Thema zwei, also Krieg und alles, dann soll ich jetzt doch bitte das Video nicht mehr weiterschauen, beziehungsweise das ganze Let's Play. Und alle anderen, die jetzt noch zuschauen, wünsche ich dann dementsprechend, ja, was soll ich sagen, Spaß? Nein, kann man eigentlich das gar nicht verwenden. Ich hoffe einfach, dass das Video euch unterhält und auch dieses Thema. Also, fangen wir an und der Untertitel wird auf Deutsch und die Sprache ist also von der Familie ist Russisch. Ich weiß nicht, ob die Deutschen dann auch Deutsch reden. Das weiß ich nicht. Soweit habe ich noch nicht gespielt. Einfach nur kurz bis zu ihrem Kinderzimmer und das war's. Es ist also absolut blind. Okay, gut. Genug geredet. Fangen wir ein neues Spiel an. Das Spiel verwendet Speichern, schalten Sie es gleich nicht aus und gewidmet an allen Kinder und Zivilisten, die vom Krieg betroffen sind. Unterstützen Sie sich gegenseitig. Ganz wichtige Information für alle. Auch für die, wo nicht am Krieg beteiligt sind. Ася, ну хватит ворон считать, ей даже стынет. Ja, glückliche Zeit mit der Familie. Der Papa ist schon gefallen. Tag 1, 23. August 1942, Stalingrad. Дурной сон приснился. О-хо-хо. Не переживай ты так, все хорошо. Тоже мне хорошо. А кто вчера всю ночь ревел? Будет тебе, барыня. Сегодня уже новый день. Да к тому же особенный. Думаешь, она помнит? Про день рождения мамы? Да помню, конечно.
А я вот не сомневался. Уже придумала, что дарить будешь? Еще нет. Ну как же так? Зато у меня есть список того, что мама любит. Всю ночь составляла. Похвально. Расскажешь нам, что ты туда записала? Я не помню. Значит, надо заглянуть в список. Ну да, заглянуть. А это не его ты вчера порвала и по всей комнате разбросала? Не твое дело. Что же вы, право слово. Сейчас мы все найдем, склеим и совсем разберемся. Jo, und ein bisschen habe ich gespielt. Hier noch ein bisschen an der, ja, unserem Schreibtisch hier habe ich natürlich auch noch geschaut. Und ich muss sagen, also der Synchronsprecher, gar nicht mehr so schlecht. Sie ein bisschen, naja, ein bisschen zu streng. Aber ihr seht, das ist ein 2D-Sidecrawler, kann aber auch in 3D wechseln. Das zeige ich euch mal kurz mal hier. Ups, stimmt, hier kann ich hier springen, muss er mit X bestätigen. So. Ah, unser Schreibtisch. Ein Bild von unserem Papa. Oh. Und eben wegen den Sprachen. Moment, ich kann euch das auch noch zeigen. Man kann. Ja, stimmt, ja, es ist immer zu unters zuerst. Das Voice-Cover kann man nur auf Englisch oder eben auf Original. Das auf Original wird empfohlen und ich mag das auch. Falls ihr wollt, dass ich auf Englisch spiele, schreibt das nur. Dann werde ich das auch auf die Sprache ändern. Aber ich finde, immer Spiele sollte man irgendwie die Originalsprache spielen, weil es eben so interessant ist. Oho, я и не знал, что ты ведешь записи. Только не смотрите, я свой дневник никому не даю читать. Aber ich muss sagen, also, wie sich das Ganze schnell spricht hier. Да больно нужно. Ist Russisch allgemein so ein bisschen eine schnelle Sprache? Kenne ich mir da nichts aus? Na, kann ich damit nichts agieren? Okay, aber damit kann ich. Na? Вот einfach kurz drücken, okay. Списка. Теперь нужно отыскать остальные. Na, dann kann man auch so das hier auch noch? Nein? Komisch. Oder stammt es hier aus dem Tagebuch hier? Okay. Этих карандашей мне не хватит. Где же я их оставила? Stifte? Wir haben doch gar keine Stifte hier. Oh, wir haben jetzt einen Stift. Einen schönen grünen Stift. Oh. Ich mag die Farbe grün. Ist immer so eine schöne Farbe der Hoffnung. Ah, stimmt. Ah. Moment, ich muss das ein bisschen anders gestalten, so dass ich es jetzt besser sehe. Es ist einfach nur so wegen dem Mikrofon, dass hier da die Wand ist, dass ein bisschen der Schall dämpft. Okay, besser so. Und damit haben wir schon den ersten Stift. Das können wir noch nicht öffnen. Was kann ich noch agieren? Einfach nur hier. Aber ansonsten. У тебя определенно художественный талант. Ja, das hast du definitiv. А у тебя должно быть очень хорошее зрение. Ох, мадам, immer so negativ. С чего ты взяла? Я уже не молод. Ну, раз смог хоть что-то увидеть в этих каракулях. Also dementsprechend kann man sich schon eine Art, wie soll man sagen, persönliche Zwiespältigkeit von unserem Hauptcharakter sehen. Das Pferd ist immer auf unserer Seite, während Madame die Puppe also immer gegen uns ist. Спасибо, Аркаш. Es ist Аркаша. Mal Schublade zu. Oder kann man noch weiter öffnen? Nein. Gänzlich zu. Okay. Hoffentlich gibt es einfach keinen Rätsel, wo man dann plötzlich hier alles. Aha. So, wenn man das erforscht hat, muss man weiter unten schauen. Okay, wie geht das jetzt? Nein, ich muss jetzt in die Hocke. Aha. Noch ein Stück. Эх, какие же вкусные конфеты были. Фантики до сих пор пахнут шоколадом. Ага, да. Обсыпала тебя тогда знатно. Это не повод отказывать себе в удовольствии. Definitiv. Genießt das Leben, Leute. Genießt Schokolade.
Schokolade. Oh, mit einem hübschen Eichhörnchen drauf. Kann man sogar lesen, was das für eine Schokolade ist? Kann man wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, was es ist. Das dürfte wahrscheinlich Nussschokolade sein. Müssen wir jetzt alles einzeln einsammeln? Nee. Gut. Aber der Ball muss mal weg. Ja. Вот бы накачать его. Запрыгал бы как новенький. Да с ней все равно никто не играет во дворе. Okay, dazu müsste wirklich definitiv eine Persönlichkeitsdings sein. Das Pferd ist das Gute und die Puppe ist das Böse. Also zumindest das Schlechte hier. Kann man das noch mehr hin und her schieben? Nein, nur so. Von denen hier eben. Jetzt auch nichts mehr. Kann man nach oben schauen? Nein. Okay, geht auch nicht. Ah, jetzt muss ich wahrscheinlich hier hochspringen. Okay, nett. Oh, noch ein Stift. Hm, ты мне еще пригодишься. Ja, oh, ein schönes Gelb. Sieht auch schon ein bisschen krumm und alles, aber solange es funktioniert, nehmen wir es. Раньше мама читала мне по вечерам. Мама hat mir abends vorgelesen, ja. Ты теперь такая взрослая и сама неплохо справляешься, правда ведь? Угу. Kann ich mir vorstellen, aber sie wünscht sich trotzdem, dass Mama wieder vorliest. Einfach zu der Zeit, bevor, naja, das Ganze anfing. Oh. Können wir nicht nehmen? Hä? Irgendwie kann ich damit nicht agieren. Ah, mit der Steuerung halt. Вот вернется so. Папа, снова пойдете запускать их по ручью. Ah, er ist noch im Krieg. Er ist noch nicht gefallen. Hm, скорее бы. Oh, wenigstens eine gute Nachricht. Na, ich muss einfach immer merken, X ist zum Aufnehmen und A ist zum Drehen. Aber komplett drehen heißt nicht. Вот вернется папа, снова okay, ja. Запускать их по ручью. Hm, скорее бы. Okay, kommt aber das Gleiche. Okay, sorry. Aber kein Zettel? Nee, das müsste doch ein Zettel fehlen. Was nur für die Farbe? RT, Hinweis. Wir haben zwei Farben. Drei von vier Zetteln und eben zwei Farbstifte fehlen noch. Was kann ich hier noch berühren? У тебя... А у тебя должно быть очень... Еще... Ну, э, раз... Спасибо, Аркаш. Окей, schauen wir mal hier beim Bett. Wir können einfach nur so mit ihm reden. Ну что, прокатимся? Да я из таких игр уже выросла. Ну, как знаешь, милая. Ah ja, altes Spielzeug. Mit dir können wir auch reden, aber ich habe irgendwie keine Lust. Твой список найти сначала, а то мы подарок не успеем сделать до прихода мамы. Да, ты прав. Окей, kann man auf das Bett? От винта! Истребитель, не иначе. Не одобряю я такие игры. Muss das jetzt der Vergleich sein mit dem Kampfflugzeug? Aber hui, schau mal, wie hoch das springt. Das macht Spaß. Ah, das haben wir leider als Kind nie gemacht. Schade eigentlich. Okay. Hinweis. Kann man die Blue markieren? Aha. Смотрите, как тянется к солнышку. Guck mal, wie sie sich nach der Sonne streckt. Was?
А, еще поливать бы его не забывала. Also die Pflanze. Okay. Hey, was haben wir das hier? Это был последний. Давай сядем за стол и разберемся, что к чему. Цветок мой цветочек. Okay, aber sonst können wir damit nichts machen. Den Vorhang können wir auch nicht auf die Seite schieben. Uns fehlen jetzt eben noch zwei Buntstifte. Aber gut, freuen wir uns darüber, dass wir jetzt die hier zusammen haben. Warum schon ein bisschen darüber? Na, die Steuerung hier ist dann schon ein bisschen harsch. So, jetzt noch das hier. Готово. Так, давай посмотрим. Okay, was heißt das denn konkret? Oh, Mama mag, Papa Musik hören, meine Zeichnungen, mich. Und mich ist durchgestrichen. Oje, 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 oje. Да, у тебя к этому талант. Можно нарисовать, будто папа вернулся. Точно. Может включить патефон к ее приходу? Это создаст праздничное настроение. Надо зашить, наконец, папину варежку. Mhm. Kann man auch noch reagieren? Nein, okay. Да, это ты хорошо подметила. Ты вечно ее расстраиваешь. Не говори глупости. Екатерина Семеновна всех любит. Даже тебя, барыня. Ага. Also wie heißt es vollständig? Katharina Semenovna. Ну-ну. Aha, Notiz anzeigen. Neue Notiz, wie geht denn das? Так, теперь надо браться за дело, иначе можем не успеть. Okay, gut. Aber jetzt muss ich mal kurz schauen. Das geht einfach nur zum Menü. Im Hocker. Ah, die Taste, okay. Madonna mia. Meine geliebte Tochter, alles Gute zum Geburtstag, deine Mutter. Liebes Tagebuch, Mama hat dich mir vor langer Zeit geschenkt, als ich in die erste Klasse kam. Aber ich hatte nie das Bedürfnis, über irgendwas zu schreiben. Dann fing der Krieg an, Papa ging an die Front und ich fing an, mir über alles nachzudenken. Ich will mir angewöhnen, alles aufzuschreiben. Vielleicht freut sich Mama dann wenigstens. 1. Juli 1942. Ja, da wird sie sicher freuen, wenn du das Ganze hier schreibst. Mama hat heute richtig schlechte Laune. Ich wollte sie meinen Freunden Madame und Akasha vorstellen, aber sie sagt, ich soll mir keine Dinge ausdenken, sondern die Bücher lesen, die uns die Schule für den Sommer gegeben hat. Oder besser gesagt, die Bücher, die Mama mir gegeben hat. Als Tochter der Lehrerin hat man es nicht leicht. Okay? Wen kümmern schon Bücher, wenn es so vieles passiert? In letzter Zeit, zeichne ich viel. Ich weiß nicht, ob ich Talent dafür habe, aber wie Papa sagen würde, das Wichtigste ist, dass man es gerne tut. Oh Papa, ich vermisse dich sehr. 30. Juli 42. Und ich muss sagen, das sieht doch ordentlich aus, findet ihr nicht? Gut, ein paar Kleckse hier und da, aber trotzdem eine gute Skizzierung. Die Schattierung passt auch schon langsam. Auch sie entwickelt sich. Okay, das können wir leider nicht. Was heißt denn das? Ah. Oho, okay, okay. Ups. Okay, so viel Zeit muss noch sein, Leute. Ich habe lange nicht mehr geschrieben. Mir war einfach nicht danach. Dieser Sommer ist ziemlich belanglos. Keines der Nachbarkinder will mit mir reden. Außer gehe ich meistens alleine spazieren.
Manchmal spiele ich auch auf den Schaukeln. Aber das Wetter ist schön. Ich verbringe die meiste Zeit mit meinem Spielzeug. 15. August 1942. Ah, habe ich hier schon wieder eine kleine Fanbow hier? Ah, nein, Little Miss Fortune. Little Miss Fortune war ja alleine. Das ist Akasha, mein Steckenpferd. Papa hat das im Dorf für mich gemacht, als ich noch ganz klein war. Akasha weiß immer, wie man mich tröstet. Ha. Das kann man sogar nur sarkastisch meinen, oder? Er sagt, sie da schon etwas Spezielles? Okay. Nein. Außerdem wieder auf die Taste gedrückt. Das sind einfach nur Sammelgegenstände. Diese Süßigkeiten waren so lecker, Schokolade. Ich erinnere mich noch daran. Und das war's. Ah. Gut, können wir jetzt raus? Ja, komm schon, durch die Tür. Wie seid ihr selber rein? Macht die Tür kein Geräusche? Also ihr seid so verdammt schnell hier. Ich höre leicht Vogelgezwitscher, aber die Tür. Moment, vielleicht höre ich nochmal den Ton nochmals. Aber nur ganz klein wenig von die Musik. Nee, das Springen macht mal Lärm. Ist also ganz tolle leise Treter. Ups. Ist es wirklich abgeschlossen? Wo ein Schloss ist, muss auch irgendwo ein Schlüssel sein. Okay, wir müssen einen Schlüssel suchen. Aber sprinten können wir nicht, oder? Ups, das war jetzt die Hilfemethode. Es ist einfach so, dass wir einfach da sprinten, also auf diese Seite ist. Ты, конечно же. Давай к нашим делам вернемся. Das ist die. Бери все, что может Oh. пригодиться для починки нашего шерстяного друга. Das ist also, sagen wir, die Faden. Nadel. Aber wir haben wahrscheinlich den Handschuh noch nicht. Oh, Knöpfe. Und Fingerhut. Wir haben das ganze Nähset. Ansonsten hier vorne gibt es gerade noch was. Ah, die Schallplatte. Давай, включим уже. 100 лет музыки не слышал. А ты помнишь, что мама любила слушать? Если увижу обложку, сразу ту пластинку узнаю. Где же она их держит? Wahrscheinlich im Schrank. Das ist das Einzige. Так, ну теперь, когда все инструменты на месте, дело за малым. Ты, главное, не торопись. С чувством, с толком. А? Помнишь, как мама учила? Ich muss es also so festdrehen. Okay. Und perfekt. Na. Считай, что половина дела сделана. Okay. Nett. Nettes Minispiel. Ah. Jetzt kriegt es schon mal ein Auge. Oh, du musst jetzt noch reindrücken. Аккуратненько, не уколись. Flott, da habe ich einen Fingerhut. Also Fingernagel, also Fingerhut, ja. Aber nett. Oh. Может, оставим один? Будет как Кутузов. Na, da kann ich leider nicht mitlachen. Und wieder das Ganze. Hurra! Und somit hat unsere Handschuh, zwei Augen. Oh, was machen wir denn jetzt hier? Ein Mund? Oh, flott. Теперь точно готов. Красавец, что сказать?
Und so wie es so ein bisschen aussieht, können wir meinen, dass er hier ein bisschen Seitenhaare hat wie der gute alte Homer Simpson. Findest du, dass sie zwei Haare hätte? Dann wären sie Zwillinge. Zwillinge, sage ich. Okay. Zumindest aus dem aus der Bizarro-Welt. Здравия Kamerad Handschuh. желаю. И тебе не хворать, дружище. Теперь ты мне в самый раз. Еще бы, так меня затянуло. Теперь не отпущу тебя. Oh, da heißt also, er wird unser Kamerad sein bis zum Ende des И Spiels. хорошо, а то у меня всегда руки мерзнут. Oh. Чего это вранье сорвалось? Меня испугались, что ли? Oh, das wäre doch etwas. Da hätten die Krähen, da hätten wir kein Problem mit den Krähen mehr. Können wir aus dem Fenster eigentlich rausschauen? Nein, wir können nur mit dir reden. Sorry. Kurz ein bisschen aufstoßen. Ach, Papa. Петя, да чего же славный малый. Ah, Peter. Эх, Папа, когда же ты к нам вернешься? Папка обещал, папка вернется. Отставить грусть. Also ich mag schon die Handpuppe schon mal mehr als die Puppe da. Okay, ich kann ja drehen. Oh, da ist hier спрятан ключик. Ein Schlüssel. Oh, ups. Also er merkt, dass ich so schnell so muss drücken. Oh, hoffentlich lesen wir es nicht etwas Schlechtes. Hallo, meine geliebte Tochter Asia und meine Frau Katja. Ich habe mich sehr über euren letzten Brief gefreut. Wahrscheinlich habe ich ihn schon 200 Mal gelesen. Asia, über deine Zeichnungen habe ich mich ganz besonders gefreut. Sie sind wundervoll. Du musst das Talent von deiner Mutter geerbt haben. Bitte schick mir mehr davon. Ich vermisse euch so sehr, meine Liebsten. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber verliert nicht den Mut. Bald komme ich zurück und ihr werdet vergessen, dass ich jemals weg war. Was bleibt mir noch zu sagen? Hier gibt es nichts viel Neues. Es geht mir gut und ich komme zurecht. Bitte seid ihr mir nicht böse. Ich schreibe euch nur so selten, weil es hier einfach kein Papier gibt. Das lässt sich leider nicht verändern. Richtet allen schönen Grüße von mir aus. Bis bald, viele Umarmungen und Küsse, euer Papa Peter. Da, давно это было. Надеюсь, мама не обижается на папу, что к ее дню рождения письмо не пришло. Да брось ты, мама все понимает. Где же на фронте бумагу достать? У папки там дел хватает, будь уверена. Месяц с последнего письма это вообще не срок. Und sonst können wir hier wahrscheinlich nichts machen. Okay, wir haben den Schlüssel, damit können wir jetzt das hier aufschließen. Aber ich möchte zuerst noch zum Tisch. Oh, noch ein Farbstift. Schön. Оставила для потомков. Не иначе. Das haben wir definitiv. Да, заявить о себе надо уметь. Ach was? Wieso so Обещаю пессимистisch? больше тебя не терять. Слушай, я думаю, он не в обиде. Was? Wurde das richtig besetzt? Was haben wir hier? Aha, da versteckt sich was. А я все думала, где он лежит? Интересно, как же он тут оказался? Hat wohl die Mutter da unten versteckt. Ума не приложу. Eher unwahrscheinlich, das haben wir sicher irgendwo verloren. Die Zeichnung bleibt dort. Und damit können wir jetzt nichts agieren. Reichen drei Farbstifte? Nein, eine Farbstift fehlt noch. Okay, hoffen wir mal, dass der da drin ist. Гляди-ка, подошел. Flott. Ah, der letzte Farbstift haben wir auch noch. Und die Schallplatten. Einfach da mit dieser Steuerung hier. Das ist ja ziemlich gewöhnungsbedürftig hier. Da muss ich. Ah, wahrscheinlich. Muss man sich einfach dran gewöhnen. Was bleibt mir alles übrig, hä? Und anscheinend ist Blau unsere Lieblingsfarbe. Wir malen sehr viel mit Blau. Er ist sehr viel kürzer als die anderen. Schuhkartons, einen alten, hübschen Koffer. Какие же у мамы красивые платья.
А сегодня и повод есть, чтобы нарядиться. О! Какие же у мамы красивые... А сегодня и повод есть. Dachte nur, wir können uns das doch selber anziehen. Und da haben wir so ein... wie sagt man nochmal? Matrioschka? Oder wie heißen nochmal die Dinge hier, wo man aufmacht und die nächste gleiche Figur drin ist und so weiter und so fort. Ein alter Bügeleisen, wo man noch wirklich nur so Kohle reinschaufeln. Madonna mia. Das müsst ihr mir vorstellen, das Ding ist da unten, ist glühend heiß. Das Einzige, was davon abhält, ist der Griff. Und ja, und da müsst ihr einfach zwischendurch noch die Wäsche ein bisschen nass machen, damit es richtig bügelt. Außerdem ist es noch давай посмотрим. Also ich kann nur mit Schallplatten agieren? Okay. Ой, упс. Надеюсь, там не было ничего важного. Ich fürchte, es war etwas Wichtiges. Не, не это. Ага, вот она. Вот. Dann nehmen wir die Schallplatte. Осталось установить. Machen wir. Aber zuerst noch schauen. Was gibt es denn sonst noch hier? Nichts. Was haben wir jetzt hier aufgenommen? Ein Bild von Mama und Papa. Какие же они тут? Красивые. Счастливые. Naja, es lässt sich bei diesem Bild ein bisschen schwer einzuschätzen, muss ich sagen. Ah, 1931. Das haben sie jetzt nicht auf Deutsch übersetzt. Ah. May you live happily ever after. Mögst du glücklich leben für immer. 1931. Okay, bevor wir die Schallplatte auflegen, gehen wir zuerst ins Zimmer. Also, Tür ist wieder automatisch geschlossen. Schließt und öffnet ja automatisch. So, ich denke, jetzt haben wir genug. Красивый рисунок у тебя вышел. Да это только набросок. Я простым карандашом наметила, чтобы аккуратнее получилось. Давай, Ась, покажи, как ты умеешь. Muss ich selber malen? Ich muss selber malen? Oh, nein, das wird... Ups. Gar nicht so einfach jetzt hier. So. Na, machen wir die Dächer hier rot aus. Also ganz genau muss ich nicht. Ich muss einfach auf das Richtige draufklicken, dann malt sie das hier aus. Okay, machen wir das Häuschen hier jetzt rot. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht. Na, okay, muss einfach so machen. Okay, dann kriegt ihr jetzt das. Ach nee, ich wollte das hier anmalen. So. Ach, jetzt hat es den Weg angeklickt. Ah, da ist ein bisschen noch schwammig drüber. So, Mama bekommt ein hübsches gelbes Kleid. Вот и именинница готова. Катюха просто красавица. Na, ein bisschen blau. Ah, das können wir leider nicht machen. Okay, aber das macht nichts. Sieht auch nicht schlecht aus. Das Haus wird jetzt blau. Папкин домик на славу вышел. Oh, Omas Haus. Когда же мы снова все вместе в деревню поедем? So. Ah, sagen wir einfach, jetzt ist ein bisschen Wasser da im Hintergrund. Seht ihr? Ein bisschen Wasser, ein bisschen grün. Man muss wirklich auf die Hand klicken und nicht auf die Stift. Das finde ich einfach teilweise so verwirrend. So, hier haben wir auch noch ein bisschen grün. Na. Das andere Haus hat heute auch noch ein bisschen grün abbekommen. Da ist jetzt ein bisschen Moos angesetzt. Na komm, Papa, wir geben dir ein bisschen grüne Hosen. Статный мужчина вышел. Папка как живой. Sondern ты musst ein bisschen gelb sein. Светит и греет. Geben wir uns rote Strümpfe. Na, und Papa auch noch. Und Mama ebenfalls. Yay! Kann man das überhaupt ausmalen? Ja, wir können es ausmalen. Oh. Oder natürlich rote Haare.
Ich wollte die Haare rot haben, nicht das Gesicht. Sorry, Mama, ich wollte dich nicht wütend malen. Кто это у нас такой счастливый? Сразу видно, конфет налопалось. Einfach ein bisschen schade, dass wir so nur ein paar vier Farbauswahl haben. Was soll ich jetzt noch ausmalen? Ah, mach mal. Ah! Okay, komplett rot. Noch den Himmel. Oder die Wolken? Ja, machen wir die Wolken blau. Lalalala. Alle Engel sind blau. Haben zu viel gesoffen. Ich mache auch noch gelb. Mit einem roten Türmchen. So. Ah, jetzt bin ich auch wütend. Machen wir alle wütend. Wir sind alle wütend. Ah. Sorry, Mama. Wir sind alle wütend. Na, keine blauen Arme? Okay, was ist, jetzt fertig? Die Zeichnung haben wir erledigt. Неужели дождь собирается? Осталось последнее дело. Ох, быстро же ты справляешься. Ja, es ist nur die Musik. Die Musik für Mama. Aber wirklich, ich wünschte einfach, ich könnte ein bisschen sprinten. Außer springen. Разберешься, как ставить. Ja, einfach hier ein bisschen am Rad drehen, das dann auflegen. Попробую. So. Ich hoffe einfach, ich habe nicht zu viel aufgedreht. Na, komm schon. Oh, а эта музыка мне тоже знакома. Kennst du auch noch? Okay. Красивая мелодия, самое то для праздничного настроения. Прямо как в старые добрые времена. Weiß nicht so genau. Будем отдыхать на диване и ждать маму. Ich weiß nicht, irgendwie hätte ich jetzt Lust, Какая ты молодец, Асенька. Все успела. Теперь осталось дождаться маму. Ja, und ich glaube, Mama würde zu dieser Musik lieber gerne mit Papa im Arm tanzen, hier quer durch die Wohnung. Молодец, это слабо сказано. Шмурук. Вы уже все? А я думаю, это все зря, ничего не изменится. Ja, so, ich habe auf jeden Fall zu früh gedrückt. Es passiert mir einfach zu häufig. Und es klingt nach Sirenen. Что ты такое говоришь? А это ко мне озарение пришло во сне. Никакие хорошие дела не заставят маму полюбить Асю. Ведь это из-за Аси папа на фронт улетел. Also wirklich die Puppe, also die am liebsten schmeiß sie auf den Müll. Ты же слышала, как они ругались в тот день. Твое имя там не раз всплывало. Поэтому-то мама тебя ненавидит. Да провались ты сквозь землю, гадина! Oh-oh. Fliegeralarm. Oh. Ich bin getroffen. Verdammt. Unser Haus ist getroffen worden. Aber wir haben es überlebt. Oh. Alles war Schutt und Asche, aber wir sind noch am Leben. Zumindest das ist das Wichtigste. Und so endet die Szene. 23. August 1942 года в ходе ожесточенных боев был разрушен город Сталинград. Погибли десятки тысяч советских граждан. На месте города остались горящие руины.
что все время наступления солдаты вермахта вывезли из Сталинграда около 60 тысяч мирных жителей на принудительные работы в Германии. Ася и ее мама оказались в их числе. Gone away. Und somit haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Zu Hause. Und es springt rüber auf Tag 853, den 23. Dezember 1944, irgendwo in Deutschland. Понимаю, что устала, понимаю, что надоело, но нам нужно идти. Иначе холод и бог знает что. Okay. Wir stehen auf. Wir müssen weiter. Ist uns jetzt die Flucht gelungen? Sind wir jetzt draußen? Слушай, я уверен, сегодня нам повезет. Wieso? Гляди-ка, заяц, настоящий. Ja, aber willst du nicht jagen? Давай подберемся к нему поближе. Осторожненько. Sollen wir einfach nur laufen, wenn er... Ah, es reagiert der Hase? Да не бойся ты, ушастый, не обидим. Ich hoffe, zumindest. Дорогу спросить хотели. Как нам... Ich warte jetzt einfach, bis er den Kopf wieder nach unten hält. Mist. Вот это он дал дёру. Ну ничего, может ещё нагоним. А неплохой бы из зайчика суп получился, да? Хотя, судя по твоему взгляду... Да понимаю, что накормить и за ухом почесать охота. Und jetzt noch eine kleine Kletterpartie über den Ну ты прям Маугли. Не припомню, чтобы ты умела по деревьям лазать. Главное, чтоб такая махина на нас не свалилась. Tragen wir eigentlich nur einen Handschuh? Haben wir keinen zweiten? Да более знакомый орел. Интересно, как давно этот ящик здесь лежит? Не хотелось бы солдат встретить. Objekt verschieben. Ah, wir brauchen jetzt den natürlich zum Hochklettern. Und weiter verschieben. Das ist aber nett, dass es jetzt sozusagen automatisch abbricht. Aber ich muss jetzt einfach ein bisschen einfach vorsichtiger sein, wenn ich drücke. Nicht, dass ich die ganze Zeit wieder alles abbreche. Sorry, wegen dem. Ui! Autsch! Hallöchen, Herr Hase. Oh, вот наш старый знакомый. Побежали за ним. Ach, wollen wir wirklich ihn jagen? Ups. Wir sind gestolpert. Steh auf. Wenn du hier auf die Nase hinfällst, dann steh immer wieder auf. Damit wir keine nassen, kalten Füße kriegen, schmeißen wir jetzt nun den Baum um. Сильная какая, а? Не зря же папа сына хотел. Не обижайся ты, это же просто шутка. Хоть и не смешная. Я бы ausgerechnet jetzt. Musst du darauf aufmerksam machen, dass er nicht so hätte. А еще пару лет назад ты бы здесь пешком прошла. Только бы ничего не обвалилось, только бы ничего не обвалилось. Wieso? Ist das dann da unten Wasser oder wie oder was? Oder also, das Gebäude so alt? Ну, слава богу, все обошлось. Ты посмотри на него. Стоит. Наблюдает. Не, ну с ним точно что-то нечисто. Ну что, все еще хочешь его покормить? Добрая у тебя душа, что сказать? Ну тогда будем в оба глядеть, что они там едят. Hasenfutter Ausschau halten.
Da drin werden wahrscheinlich ein paar Karotten finden, oder was? Слушай, ты прям как Алиса, только вместо кролика у тебя заяц. Только часов я у него не увидел. Also wenn ich auch den mag, quatscht mir ein bisschen zu viel, aber ich finde es ganz schön, wie dass hier der ganze Schnee runtergefallen ist. Ja? Geh jetzt zum Ende des Daches. Kommen wir da leider nicht hoch. Hätte ich hier gar nicht hoch müssen gewusst? Ach so. Achtung! Nichts gebrochen, Kleines. Gut. Dann ist aufpassen, dass hier das nicht runterklappt. Hervorragend. Und wieder eine kleine Rutschpartie. Hui! Rutschen macht Spaß. Aber noch lustig wäre es noch mit dem Schlitten. Also ihr bin устал бегать от нас, ушастый. Уже могли бы и подружиться. Also ich bin früher gerne mit dem Schlitten gefahren, leider nicht mehr. Lang ist her. Ты быстр, но мы быстрей. Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht schneller. Der Hase ist definitiv schneller. Да, по сугробам выходит не так уж и быстро. Помню, зимой 41-го мы на Восточном фронте тоже вязли. В разведку на лыжах приходилось ходить. Так быстрее, не проваливаешься. Вот же было дело, а? Там же как раз меня и ранили, а потом комиссовали. Ну а дальше ты помнишь, сама под ват. Wie mache ich das jetzt? Muss jetzt einfach die Kiste da dahin verschieben? Okay. Einmal loslassen. Ah, geht automatisch vorbei. Da muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Ich finde es ein bisschen sehr ungewöhnlich, weil ich ja in vielen anderen Spielen ist ja immer umgekehrt. Ne, ich bin ja nicht da. Kommt einfach hoch. Das immer gegen. Ah, zu spät gesprungen. Also mit der räumlichen Wahrnehmung ist es auch noch ein bisschen schwer. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Jetzt kriegen wir es um. Und eben. Wenn eben so ein Gegenstand über vor uns ist, dann kann man, unser Charakter weiß es ja nicht drum, also nicht drum herumlaufen, sondern muss ja erst da drüber springen. Aber hier macht es einfach alles automatisch. Gar nicht mehr so schlecht. Also ich finde, das Spiel hat doch einen gewissen Charme, besonders auch die Grafik und alles. Ich finde, dass hier besonders eben die Art Dunst und eben, was hier umgibt. Also, das Ох, мне нравится мне этот скрип. Окей, okay, das bricht jetzt gleich zusammen, wenn wir durch sind. На волосок прошли. Да и что там, главное выбрались. Ja, und das ist jetzt wieder der Klassiker. Wie viele Spielen kommt das vor? Wenn man also überquert hat, bricht es dann automatisch zusammen. So, Meister Lampe, wo sind Sie? Und trotzdem schaut euch einfach mal den Hintergrund an, mit der mit dem Wasserfall hier alles gemalt worden ist. Ты как, жива? Кости целы? Das hat mich ganz kurz erschrocken, ich weiß gar nicht, gerade bin ich in was anderes vertieft gewesen. Это хорошо. Надо понять, как нам отсюда выбраться. Для начала лучше осмотреться. Okay, gut. Aber ich denke, das wird jetzt mal. Ach, soll ich jetzt da schon einen Schluss machen? Nun ja. Ja, leider muss ich da aufhören. Die Arbeit ruft. Freude herrscht. Hä? Besonders wie am letzten Sonntag. Es geht nicht schlimmer als Gastronomie am Sonntag. Aber kann ich irgendwie speichern? Nein, es muss automatisch speichern. Stimmt, okay, gut. Also wenn es nicht gespeichert hat, macht es auch nichts. Dann spiele ich auch bis dahin weiter, dann wieder. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, wegen absolut ein paar Patzern hier eben, das mit dem so malen und so. Oder dass ich einfach zu schnell geklickt habe. Ich hoffe, dass wir das etwas bessern.
Naja, aber auf jeden Fall, ich finde es bis jetzt interessant. Ich bin mal gespannt, wie es dann wechselt in diese 3D-Elemente, also in die Ego-Perspektive. Das wird es übrigens auch wirklich machen. Habe ich im Trailer gesehen und alles. Naja, ich hoffe es mal, dass das wirklich gut läuft. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr dann wieder einschaltet. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt das Video auch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann wieder bei Torn Away. Ich bin auch Mr. Paus und sage Cheerio. Bis zum nächsten Mal.